Aber da musst du richtig mal wieder so auf die Kacke, auf die Fresse hauen. Ne? Und die sind so high, das ist so geil. Nicht, oh, boah, alter Schädel. Das wollen wir ja nicht kaputt machen hier, ne? Aber das ist natürlich Rammstein, das hält, das ist gute Wertarbeit. Er kommt auch von Brioni und er heißt, genau, Brioni. Hey Freunde, da bin ich wieder, Fragrance Store. Ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist wieder Sonntag. Ja, immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Nein, Düfte der Woche natürlich. Düfte der Woche. Und wir fangen auch gleich mal an. Montag habe ich einen Duft getragen von 1964. Ja, von 1964. Den werden jetzt nicht so viele kennen. Nur Insider. Brut. Brut ist ein Duft, Anis, Lavendel. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, immer so ein bisschen Waldmeister. Sehr geiler Duft. Kommt bei den älteren Damen sehr, sehr gut an. Ja, Brut hat der Name Brut. Also das ist schon, schon irgendwie geil. Aber der hat wirklich was. Wenn ihr den tragt und der in der Luft liegt, das ist so dieses cremige Waldmeister mit Anis, wirklich Lavendel. Es passt einfach nicht. Kein stinkender Lavendel, keine Angst. Richtig nice. Also, das ist ein geiler Duft. Da müsst ihr wirklich mal, wenn ihr den gut, ich werde die Düfte so gut wie es geht verlinken. Ihr müsst wirklich mal gucken. Der ist wirklich nicht immer teuer. Wenn ich ihn jetzt nicht bekomme für ein gutes Geld, auf jeden Fall, schaut trotzdem mal rein bei mir unten natürlich in meiner Beschreibung. Sehr geil. Also, mir gefällt der wirklich sehr gut. Brut. Ist geil, hier steht noch Warnung, brennbar hinten drauf, sehr geil. das ist noch 64, man kann so sagen, da ist hier nicht so mit Eichenmoos, nicht dieses Krautige, wie früher das üblich war, nein, hier nicht, da geht es schon ein bisschen in dieses Süßliche rein und der hat was und der kommt an, aber nicht jetzt bei den älteren Damen nur, er kommt allgemein gut an, dafür, dass es so ein alter Duft ist und keiner weiß, dass er ist, nicht so stark, aber muss er auch nicht, weil das soll auch nicht das Ding sein bei ihm. Aber der kommt richtig gut. Brut. So, Dienstag, Rammstein Black Ash. So, den musste ich einfach tragen. Geil. Einfach rauchig. Dieses Rauchige mache ich einfach. Ist einfach, der hat als einer mit der Besten aus der Reihe. Der riecht nicht wie ein Drogerieduft. Hält 9 Stunden. Einfach geil, absolut geil. Ach, das ist lecker. Also ihr solltet wirklich mal die ganzen Rammstein-Düfte, ich sage euch das ja, weil gleich kommt noch einer am Mittwoch. Die sind wirklich geil. Sie sind, ihr müsst euch das ja so vorstellen, sind Drogeriedüfte. So, jeder schreckt ab, klar. Früher war das nicht so, früher ist man einfach hingegangen so. Aber es gibt immer Ausnahmen. So, für mich der beste Drogerieduft ist Sumatra Wayne früher gewesen. Immer, den habe ich auch sogar noch, ne? Geiler Duft. So, es gibt einige, Skulptur, heißt der, glaube ich, ne? Skulptur, auch nice. Und das sind auch Drogeriedüfte und die sind alle gut. So, und wenn ich sage 8-9 Stunden Haltbarkeit und das ist noch nicht mal der stärkste, überlegt euch mal für einen Drogerieduft. Sehr geil. So, sehr geil. Oh, der ist einfach lecker. Lecker, trotz dieses, er ist ein bisschen so cremig rauchig, müsst ihr euch das vorstellen. Und das macht ihn sehr, sehr interessant. So, Mittwoch, Wet Intense Reloaded. Ja, das ist ziemlich würziger Duft. Krautig. Nachher wird er, also der ist auch so seine 8-9 Stunden am Start. Dann wird er ein bisschen süßlicher. Kommt gut an. Also meine Frau macht ihn. Ich habe jetzt noch keine Komplimente dafür bekommen, auch nicht von denen. Das muss man ganz klar mal sagen, habe ich nicht. Warum auch? Man muss ja auch nicht immer, man kriegt nicht immer Komplimente. Ne? Also Leute, wenn man natürlich, ich sage das immer wieder, irgendwo gerade in so einer, jetzt ist ja Corona, aber wenn ihr irgendwo immer ständig Partys macht oder man kennt euch, ihr seid derjenige, der Düfte vorstellt, ja, dass ihr Komplimente, darum geht es. Ich rede von den Leuten auf der Straße und so weiter und so fort. Das sind richtig Komplimente. Auch noch nicht mal von Familie. Gut, Frau nehme ich was anderes, weil Frauen, wenn ihr eine Frau habt, wisst ihr das, die mögen nicht jeden Duft.
Und vor allen Dingen, wenn man die eigene Frau, müsst ihr natürlich sehen, wie ihr sie ja nicht beglückt, aber wenn der Duft nicht wirklich oder wirklich stinkt, dann wird es schwierig mit der Frau, ne? Ich habe einige Düfte, meine Frau kennt das jetzt nicht anders. Meine Frau ist schon so sehr schwierig, was dieses Thema angeht. Also die gibt auch nicht sofort 10 Punkte, das mache ich allerdings auch nicht. Aber es ist schon ein bisschen schwierig. Aber den mag sie vor allen Dingen nachher. Es ist jetzt nicht ihr Lieblingsding von Rammstein, aber ihr Lieblingsding ist, glaube ich, das erste, der Original-Weiße. Den mag sie am liebsten. Ja, da kann man mal sehen. Ne? Aber hier dieses krautige, würzige und dann süße kommt richtig gut. Und wie gesagt, ihr habt da 8, 9 Stunden was von. Und wie gesagt, testet diesen Duft mal. So, Donnerstag. Zoologic Koala. Tja, der Koala. Passt einfach. Eukalyptus von allerfeinsten. Ihr riecht einfach Eukalyptus. Ja, auch hier dran. Cremiger, also leicht cremiger, würziger. Nicht, ich würde schon sagen, so ein bisschen, ja, minimal pfeffriger Eukalyptus. Sehr geil. Hält seine 7, 8 Stunden. Wie gesagt, demnächst, ich muss das jetzt wirklich mal machen. Ich weiß, die Zoologic Collection mal komplett vorstellen. Ein Koala kommt wirklich gut und der kommt auch gut an also bei meinen Nachbarn und wie gesagt auch meine Frau macht den, ja, ist eben Koala, da kann man nicht wirklich so viel falsch machen mit und ihr müsst auch da keine Angst haben, dass das übertrieben wird, weil das so logisch ist, aber das ist einer seiner neueren, da gibt es nichts mehr so übertriebenes oder ausfallendes, leider für richtige Fans wie mich. Und auch andere, die ich kenne, ist es leider, weil er macht nur noch, oder er geht einfach, Victor Wong macht, ist es einfach dieses Mainstreame. Muss immer so für jedermann sein, aber so sind sie nicht groß geworden und das finde ich sehr schade. Ich hoffe, dass mal irgendwas anderes kommt. Jetzt kommt ja demnächst Chipmunks oder wie die heißen. Ja, kommen wir damals, wie ich wollte gerade sagen, ich habe was gehört. Der wird gut sein, aber naja. Auch wenn er lecker ist oder wenn er gut ist, wird er nicht. Es ist kein T-Rex, es ist kein Camel, es ist kein Rhinoceros, es ist kein was auch immer, Moth. Das ist einfach nicht mehr so. So, das fängt damit an. Mit was fängt das an? Mit B, glaube ich. Ne? B, Sloth. Sloth hier ist aber cool. Aber B ist auch. Aber es geht einfach. Es ist einfach normal, weißt du? Und nicht Sloth. Sloth auch. Squid auch zum Beispiel. Ja, es ist schade, hier bad. Ich bin ja in Kontakt mit Victor Mo. Ich habe ihm mal gesagt, er soll Gorilla rausbringen. Das ist so mein Lieblingstier, Silberrücken-Gorilla. Ja, aber da musst du, gut, da kannst du ein bisschen vielleicht Banane im Hintergrund haben, aber da musst du richtig mal wieder so auf die Kacke, auf die Fresse hauen. Ne? Das muss mal so ein Duft sein. Wie direkt kann ich nicht, auch nicht sagen, schwer. Mache ich mir hier auch keine Gedanken, das würde zu lange dauern. Und ja, aber. Das wäre mal nice oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber im Moment ist er einfach eingefahren auf diese kleinen süßen Tiere, was ja auch in Ordnung ist. Passt auch einfach. Wie gesagt, es wird ja um die Umgebung, wird ja dargestellt von diesen Tieren. Plus ein bisschen das Tier. Der Panda, sage ich schon, der Koala riecht grundsätzlich nach Eukalyptus. Habt ihr mal an einen Koala gerochen? Das ist komplett, komplett Eukalyptus. Und die sind so high, das ist so geil. Koala, sehr geiler Duft. So, Montag, dieser Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Also, auf Freitag kommt ein Duft. Er ist der teuerste in meiner Sammlung mit fast 600 € auf 100 ml. Fragrance de Bois Oud Noir Intense Parfüm. Aber das ist so was von genial. Was soll ich zu diesem Duft eigentlich sagen? Hier ist natürlich Oud, klar, das riecht und richtiges Oud. Kommt in einer richtig geilen. Natürlich, ich werde dir nochmal einzeln vorstellen. Hier für alle Leute, die das erste Mal dabei sind, bleibt natürlich auf meinem Kanal, drückt die Glocke, weil ich mache das hier seit 20 Jahren. Das ist einfach meine Leidenschaft. Aber ich werde hier, das muss ich immer betonen, nicht so direkt eingehen, sondern einfach war, weil ich sie getragen, weil das Wetter kalt war. Hier ist einfach heute nur, was ich getragen habe diese Woche. Da gehe ich jetzt nicht so ganz tief ein Ja, in die Düfte, das mache ich in Einzelvideo und der wird auf jeden Fall noch einzeln vorgestellt. Aber schaut trotzdem mal unten rein in meine Beschreibung, da ist er verlinkt. Also dieser Duft, ihr müsst die erste halbe Stunde auf den Klamotten und auf der Haut die ersten 15 Minuten überstehen. So, der ist, das werde ich in den Einzelvideo mal sagen, das ist ein sehr geiler Duft.
jeder musste die, oder jeder muss, ihr kennt doch Oud, richtiges Oud ist schwierig. Und da, kein Kuhsteigeruch jetzt, ne, vorweg, aber es ist schon, da, naja, man muss sich dran gewöhnen, sag ich mal. Beim zweiten Mal sprühen oder so gewöhnt man sich auch irgendwann schon dran. Die Nase kann sich ganz schnell dran gewöhnen, aber dann ist das einfach ein holziger, würziger Traumduft, der viele, er wird viel verglichen, sagen viele mit Oud Wood von Tom Ford. Das ist aber hier die Luxusvariante, vor allen Dingen die vollendete Version. Und das sage ich, ich mag Tom Ford, ihr wisst das. Und Oud Wood ist das Zugpferd da. Das ist aber die vollendete Version von Tom Ford. Nach einer Stunde, ne, nach einer Stunde. Leute, nicht aussprühen und sagen, riecht ja gar nicht wie Tom Ford. Bla, unwichtig vor allen Dingen. Ich sage das nur, der Vergleich. Und ich sage euch das nur, weil der so gern verglichen wird mit Oud Wood. Ist aber nicht wirklich der Vergleich. Und lohnt sich der Aufpreis? Ja, wenn ihr mehr Haltbarkeit haben wollt, wenn ihr einfach einen männlichen, richtig sauberen, perfekten, erwachsenen Oud Wood haben wollt, ne? Oder einen einfachen, geilen Oud Duft haben wollt, einen Luxus Oud Duft von allerfeinsten, da steht die Marke so und so für, dann ist dieser top. Das einzige Manko an diesem Duft ist, dass er, soweit ich weiß, limitiert ist, aber es gibt ihn noch, weil der hat ja auch so einen Preis. Und ihr bekommt übrigens, steht unten in meiner Beschreibung, ein schönes Goodie zu diesem Duft und so weiter und so fort. So, das war Freitag. Jetzt kommt Samstag. Ja, ganz einfach, Le Mal. Und das ist die alte Version von 1996, 95, 96. Also die richtige Urversion, das Monster. Sehr geil. Das seht ihr übrigens daran, oder wenn für die Leute jetzt nochmal, die neu sind, wenn unten die Postleitzahl 75008 Paris steht und der Batchcode in Silber ist, dann ist es ein von 96. So, nichts anderes. Danach wurde die Postleitzahl geändert. So, 75008 Paris. Sehr, sehr nice. Kann man jetzt hier nicht so sehen. Die gelbe Flüssigkeit. Ja, der kommt immer gut an. Der ist einfach stark, süß, ja, penetrant. Aber, ja, er ist einfach beliebt. So, Sonntag, um das vorzuziehen, beziehungsweise heute trage ich einen Duft. Der sitzt, ja, wie ein Brioni-Anzug. Er kommt auch von Brioni. Und er heißt, genau, Brioni. Dieser Duft, ich werde ihn auch, glaube ich, nochmal einzeln vorstellen, wird viel verglichen auf Seiten mit Cool Water. Puh. Also nicht annähernd, nicht annähernd, nicht annähernd Cool Water. Ich weiß nicht, ja, sieht optisch ein bisschen so aus, ne? Klar, aber es ist nicht so. Nee. Lasst euch nicht abschrecken, dieser Duft. Am Anfang, ich habe ihn das erste Mal aufgeschrieben, ich bin ehrlich, ihr wisst es, das ist der Pluspunkt, wenn ihr auf meinem Kanal hier seid. So, das ist einfach so. Der riecht etwas nach Gurkenwasser. So, lasst euch da aber nicht von abschrecken. Eine ganze Weile, ihr gewöhnt euch nachher dran. Und dann ist es einfach ein frischer Gurkenwasserduft, sage ich trotzdem. Süßlicher, der einfach auch Lavendel, glaube ich, drin hat, ja. Und sich einfach wie ein Anzug, ganz leicht, wie ein Perfekt, die kosten Geld, die Brioni-Anzüge, ne? Das ist klar. Wer das weiß, wer einen hat, weiß das. Das ist ein, ja, der passt immer, das ganze Jahr. Er sitzt, er kommt nach 8 Stunden, auch wenn er nicht stark ist. Er hautnah, nee, hautnah gar nicht. Sorry, versteht das nicht, hautnah, aber er ist nicht stark. Aber trotzdem ist er da. Nach 8 Stunden, ihr riecht das einfach. Er sitzt perfekt wie so ein Originalanzug eben. Einfach perfekt. So. Und dann diesen Duft, der soll nicht auffallen. Der soll nicht auffallen. Der soll einfach nur da sein und ab und zu in Erscheinung treten. Wo ich ihn getragen habe, habe ich ein Kompliment bekommen. So. Obwohl er nicht stark ist. Sehr, sehr nice. Werde ich unten auch verlinken. Also Leute, das ist top. Lasst euch nicht von diesen abschrecken von, also es ist ein sehr schöner Duft. Das ist mal was anderes. Ich finde, ich habe noch so einen, der so auf die Dauer von 8 Stunden so riecht, habe ich noch nicht so gefunden in diese Richtung. Und das macht ihn sehr interessant und sehr luxuriös, finde ich. Und wenn man ausgehen möchte zum Essen,
ist das sehr nice. Und wenn man dann noch einen Original Brioni-Anzug hat, was will man mehr? Dann passt natürlich Brioni auch der Duft mit dem Namen Brioni. Nochmal. So, das war's jetzt. Das war meine Düfte der Woche wieder. Und ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Übrigens wird der Rammstein-Duft ja immer mit Black Afghano verglichen. Ist fast identisch. Ihr müsst also von den teuren Black Afghano, sorry, nicht unbedingt kaufen. Er ist wirklich sehr, sehr geil. Es wollen natürlich viele Black Afghano-Fans nicht. Oh, boah, alter Schwede. Das wollen wir ja nicht kaputt machen hier, ne? Mann, Mann, Mann. Nein, aber das ist natürlich Rammstein. Das hält. Das ist gute Wertarbeit. So, Leute, das war's. Macht's gut. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Fragrance Talk.